Was geht ab, Leute? Ich bin hier gerade in Köln, wie ihr vielleicht unschwer im Hintergrund erkennen könnt. Hier hinter mir die Hohenzollernbrücke, da vorne der Dom. Ich bin hier im Rahmen der FIBO mit Dennis noch in Köln. Heute ist Mittwochmorgen, am Donnerstag gehen wir auf die FIBO als Besucher. Und da dachte ich mir, mache ich, weil wir da eben drüber geredet haben, mal ein Video zum Thema Zeit, weil Zeit einfach das kostbarste Gut ist, was wir besitzen und wir uns einfach darüber im Klaren sein müssen, dass wir nur ein begrenztes Budget an Zeit haben und es uns wirklich bewusst machen müssen, wofür wir unsere Zeit einsetzen. Viel Spaß! Ihr müsst euch wirklich zu jeder Sekunde eures Lebens darüber im Klaren sein, dass ihr keine Sekunde eures Lebens je wieder zurückbekommt. Deswegen denkt mal drüber nach, wofür investiert ihr eure Zeit momentan? Oder wie verbringt ihr eure Zeit? Ist es denn überhaupt eine Investition? Ist es zielführend, was ihr jeden Tag macht? Setzt ihr eure Zeit sinnvoll und zielführend ein? Nur um euch mal ein paar Zahlen vor Augen zu führen. Wir verbringen insgesamt 24 Jahre damit zu schlafen. Wir schlafen 24 Jahre und jetzt kommt's. Wir sitzen 12 Jahre vor dem Fernseher. 12 Jahre vor dem Fernseher. Arbeiten 8 Jahre und jetzt kommt's richtig krass, verbringen gerade mal 9 Monate mit unseren Kindern. Da ist natürlich die Frage, ist die Relation da vernünftig gegeben? Klar, 24 Jahre schlafen, gar keine Frage. Ein Drittel unseres Lebens in etwa schlafen wir, das muss natürlich sein, damit wir volle Leistungsfähigkeit bringen können. Aber 12 Jahre vor dem Fernseher ist die größte Zeitverschwendung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Denn es ist alles andere als eine Investition, es ist eine Verschwendung. Ihr habt keinen Mehrwert und gerade heutzutage die Massenmedien, es läuft nur Müll. Es ist lediglich ein Zeittotschlag. Und genauso mit dem Arbeiten. Arbeiten, klar, ist ja die Frage, tun wir, was wir lieben oder arbeiten wir lediglich, um Geld zu verdienen und über die Runden zu kommen. Und wenn ihr euch dann mal vor Augen führt, dass ihr einen Job ausübt, den ihr hasst, und das ganze 8 Jahre eures Lebens, also ich rede hier von reinen 8 Jahren, ist es das Ganze wert? Ich denke eher weniger. Nur mal ein paar Zahlen, um euch das Ganze vor Augen zu führen und euch vielleicht einen kleinen Denkanstoß zu geben, worin investiert oder wofür gebt ihr denn gerade eure Zeit aus? Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Ist es eben eine Investition oder eine Ausgabe? Genau wie beim Geld, da müsst ihr euch auch fragen, ist es eine Investition oder Ausgabe? Wenn ihr am Wochenende feiern geht und euch da 12 Bier in den Kopf haut, dann ist es auf jeden Fall eine Ausgabe. Wenn ihr aber nicht feiern geht und das Ganze vielleicht spart oder euch Bücher kauft, dann ist es eher eine Investition und zielführend in eure zukünftigen Projekte oder was auch sonst ihr immer vorhabt. Und bei der Zeit ist es ganz genauso. Wenn ihr jetzt, bestes Beispiel, wie wir es eben hatten, euch vor den Fernseher setzt und einfach wahllos durchseppt irgendwelche Sendungen guckt, die euch null voranbringen, null euren Plänen, euren Zielen, euren Träumen näher bringen, dann ist es lediglich eine Ausgabe und Zeitverschwendung. Wenn ihr allerdings ein Buch vielleicht lest oder eben an euren eigentlichen Zielen arbeitet, dann ist es eine Investition. Ihr solltet euch, Ausgaben sind nicht schlecht, ganz im Gegenteil, sind absolut notwendig. Gerade wenn wir feiern gehen oder Zeit mit den Freunden verbringen oder einfach nur Müll erzählen, ist es ja nichts, was uns unbedingt die Ziele näher bringt, sondern eine Ausgabe. Aber dennoch ist es etwas, was uns glücklich macht unter Umständen. Und deswegen ist es nichts Schlechtes. Ihr müsst euch nur zu jedem Zeitpunkt darüber im Klaren sein, die Zeit, die ich gerade aufwende, ist es eine Ausgabe oder eine Investition? Und je nachdem, was es ist, ist es das Ganze gerade wert und kann ich die Zeit nicht anders nutzen. Der oder die ein oder andere hat es vielleicht auch bei Instagram gesehen. Wer da meine Story verfolgt, der hat vielleicht gesehen, dass Dennis und ich hier in Köln sehr viel Zeit bei Starbucks verbringen, sehr viel Kaffee trinken. Und da könnte der ein oder andere jetzt auch denken, das ist nur eine Ausgabe. Und was machen die da? Die verschwenden ihre Zeit. Wir lieben es einfach, in solcher Atmosphäre wie bei Starbucks unter anderem, einfach inspirierende Gespräche zu führen, Kaffee zu trinken und vor allem zu lesen. Und genau das ist eben, was wir dort gemacht haben. Wir haben inspirierende Gespräche geführt, wir haben unseren geliebten Kaffee getrunken und wir haben viel gelesen, um uns eben weiterzubilden. Deswegen war das zum Beispiel eine Investition. Dann müsst ihr, um eure Zeit sinnvoll einzusetzen, ganz klar priorisieren. Was ist die eine wichtige Aufgabe oder die wichtigste Aufgabe, the one thing, heute, die mich meinem Ziel näher bringt? Und welche Aufgabe und welche eine Sache macht eventuell alle anderen sogar überflüssig oder wesentlich leichter? Wenn ihr dann die wichtigste Sache, wichtigste Herausforderung des Tages abgearbeitet habt, eine Investition getätigt habt und dadurch eurem Ziel näher gekommen seid, dann ist es natürlich auch, könnt ihr euch natürlich auch Ausgaben und einfaches, ich sag mal,
Zeit bewusst verschwenden, viel mehr leisten, weil ihr ja trotzdem bewusst eurem Ziel näher gekommen seid. Egal was ihr macht, solltet ihr priorisieren. Ihr solltet auch wenn es Zeit mit Freunden und Familie ist oder andere Dinge oder geschäftliche Dinge, ihr solltet immer priorisieren. Und auch zum Beispiel, wenn ihr euch mit Freunden trefft oder ein Geschäftsangebot bekommt oder ein Jobangebot bekommt, ihr müsst euch immer vor Augen halten, ist es ein Hell yeah oder ein No. Das heißt, brennt ihr für diese eine Sache? Denn wenn ihr das nicht tut, dann solltet ihr es ablehnen. Wenn ihr nur zusagt, jemandem zum Beispiel bei einer Verabredung zusagt oder einem Jobangebot zusagt, um jemandem einen Gefallen zu tun, dann macht ihr euch damit ja nicht glücklich und ihr bringt aber trotzdem eure Zeit auf, um den anderen glücklich zu machen. Deswegen priorisiert ganz klar und brennt für eine Sache. Also Hell yeah oder No. The power of No. Das heißt, lernt wirklich Nein zu sagen, um eben eure Zeit bewusst einsetzen zu können. Zu diesem Punkt passt natürlich auch perfekt, you're the average of the five people around you. Also du bist der Durchschnitt der fünf Leute, die dich umgeben. Alles, was denn zum Beispiel niedriger geratet ist, wenn jetzt zum Beispiel die Leute um euch herum raten würdet, als eine 8 beispielsweise, auch in Power of No zu lesen, den solltet ihr eventuell Nein sagen, weil es letztendlich vielleicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, die euch davon ablenkt, euren Zielen näher zu kommen. Und wenn ihr eventuell schon auf dem Weg seid, euren Zielen, euren Träumen nachzugehen, dann ist der nächste wichtige Punkt ganz klar, lernt outzusourcen, lernt zu delegieren. Das heißt, schafft euch Systeme, die euch mehr Zeit schaffen und eben die Dinge, die euch vielleicht nicht so viel Spaß bereiten, an andere Leute abgebt, die sie eventuell besser können. Und das Ganze verschafft euch mehr Zeit, die Dinge werden noch besser erledigt und ihr habt eben noch mehr Zeit, um sie in die Dinge zu investieren, die euch glücklich machen und euch noch näher an euer Ziel führen oder die nächsten Ziele erreichen. Ich hoffe, es ist gerade nicht zu laut im Hintergrund, wenn wir den Zug langfahren. Ein Helikopter fliegt hier gerade noch rüber. Eigentlich gerade alles, was so ziemlich diese Aufnahme hier stören könnte. Zum Schluss nochmal als letzten Punkt. Haltet euch einfach immer vor Augen, dass egal was ihr tut, ihr immer ein Tauschgeschäft tätigt. Tauscht immer eure Zeit. Egal gegen was, ihr tauscht eure Zeit gegen Geld, indem ihr zur Arbeit geht. Ihr tauscht eure Zeit gegen Vergnügen, indem ihr irgendwas Witziges vielleicht unternehmt. Ihr tauscht immer eure Zeit. Die Zeit ist die Währung. Nicht das Geld ist die Währung. Das Geld ist die Währung, das wir durch den Eintausch mit unserer Zeit erhalten. Und jetzt müsst ihr euch nämlich immer vor Augen halten, wofür tausche ich diese Zeit ein? Und ist es das Ganze wert? Meine kostbare Zeit, die ich nie wieder zurückbekomme. Geld bekommt ihr immer wieder zurück. Klar bedarf es viel harter Arbeit, aber letztendlich ist Geld etwas, was man immer und immer und immer wieder bekommen kann. Ganz zum Schluss nochmal den Tipp, setzt euch einfach mal hin, in aller Ruhe, seid für euch und denkt darüber nach, verbringe ich meine Zeit gerade so, wie ich sie verbringen möchte und investiere ich sie oder gebe ich sie für die Dinge aus, die mich glücklich machen, denn ihr wisst ja, Glück ist das höchste Ziel im Leben und sollte das sein, wonach wir streben. Und wenn dem nicht der Fall sein sollte, dann sorgt dafür, dass ihr Step by Step eben dafür sorgt, dass ihr eure Zeit ausschließlich für die Dinge ausgeben könnt oder investieren könnt, die euch glücklich machen. Klar bedarf es teilweise viel harter Arbeit und einem langen Weg, aber wenn das Ziel das Glück ist und das für den Rest unseres Lebens, dann ist es ja wohl ein mehr als erstrebenswertes Ziel. Zum Schluss möchte ich euch einfach nochmal zwei Bücher empfehlen zu diesem Thema. Einmal ganz klar von Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner. Es ist wirklich, gerade um mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung anzufangen, Zielerreichung, kann ich euch dieses Buch als absolute Basislektüre nur ans Herz legen. Sollte eigentlich in der Schule direkt vermittelt werden, aber dazu könnte man wirklich noch ein einstündiges oder längeres Video machen, was das ganze Bildungssystem angeht. Und als zweites Buch, was ich gerade selber lese, jetzt fast durch habe, von Gerald Hörhahn, Gegengift. Das beschreibt eben auch das ganze System und das Hamsterrad, in dem die meisten sich befinden und wie es uns klein hält und eben von unseren Zielen, unseren Träumen fernhält und wie wir eben unsere Zeit für Dinge aufwenden, die uns nicht glücklich machen. Diese beiden Bücher kann ich euch nur dringendst ans Herz legen. Ich werde es euch unten in der Infobox nochmal verlinken. Fangt mit Gesetze der Gewinne an und dann lest euch von Gerald Hörhahn Gegengift durch. Und in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch vielleicht mit diesem Video ein paar kleine Denkanstöße geben, die auch mir gerade immer wieder bei solchen Kurzurlauben bewusst werden und die mir durch den Kopf gehen und die ich dann eben direkt mit euch teilen möchte. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben,
würde mich mega freuen. Lasst mir vielleicht den einen oder anderen Kommentar unten da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das hier unten tun. Ich werde mich jetzt da vorne neben Dennis sitzen und genau dieses Buch, was ich euch gerade empfohlen habe, Gegengift, zu Ende lesen. Und ich wünsche euch noch einen richtig, richtig geilen Abend. Bis dann, Leute. Haut rein. Das Leben ist echt zu kurz, um es zu verschwenden, Leute. Do what you love.